Wenn du Schmerzen hast im Daumen oder im Daumengelenk, dann schau dir doch mal unser heutiges Video zum Thema Daumensattelgelenksarthrose an. Ich bin Jens Bendlage und begrüße dich recht herzlich bei Online-Physiotherapie. Die Daumensattelgelenksarthrose, man nennt sie auch Ritzarthrose, bezeichnet eine arthrotische Veränderung im Sattelgelenk des Daumens, also hier. Sie entsteht vermutlich durch Instabilitäten oder Überbelastungen des Daumens bei beruflicher Tätigkeit, also zum Beispiel in meinem Beruf als Physiotherapeut. Ich arbeite ja sehr viel mit den Daumen, das ist zum Beispiel belastend. Aber auch der sogenannte Handy-Daumen, der durch vieles SMS-Schreiben entsteht, kann zu einer Überlastung des Daumensattelgelenks führen. Handballer oder Skifahrer kennen zum Beispiel auch die Verrenkung des Daumens, also ein Überstrecken des Daumens nach hinten. Und das kann ebenfalls zu einer Instabilität im Daumen führen. Das Daumensattelgelenk verfügt aufgrund seiner Form, also dieser Sattelform, das ist wirklich geformt wie ein Sattel, über eine sehr große Beweglichkeit in alle Richtungen. Deshalb ist es aber auch anfälliger für Überbelastungen und halt auch für Instabilitäten. Und das wiederum führt zu einer erhöhten Beanspruchung des Gelenkknorpels und kann dadurch eine Arthrose auslösen. So, was könnt ihr also tun, wenn ihr Probleme mit dem Daumensattelgelenk habt? Da zeige ich euch jetzt einfach mal drei Übungen, die ich persönlich für meinen Daumen immer mache, wenn ich mal ein bisschen zu viel gearbeitet habe. Als erstes müsst ihr euch einfach mal euren Daumen anschauen und dann habt ihr hier diese Daumenlinie und alles, was von der Daumenlinie Richtung Daumen sich befindet, ist die Muskulatur des Daumenbeugers. Auf der Rückseite bildet sich so ein Dreieck zwischen Daumen und Zeigefinger. Auch da findet ihr Muskulatur, das ist so ein bisschen weicher. Und diese Muskulatur, die gehen wir jetzt einfach mal durch. Ihr tastet mit eurem anderen Daumen, drückt ihr da mal ein bisschen durch und schaut mal, ob ihr Stellen findet, die besonders schmerzhaft sind. Wenn ihr so eine Stelle habt, bleibt drauf, drückt mal ordentlich da rein in die Tiefe. Ihr könnt auch ein bisschen kreisen und eine Weile drauf bleiben. Darf euch ein bisschen wehtun. Und dann geht ihr wieder raus, sucht die nächste Stelle. Und so geht ihr alles durch. Danach macht ihr die Rückseite genau das gleiche. Schmerzpunkt suchen, in die Tiefe gehen, drücken, kreisen und wieder rausgehen. Ihr könnt auch mit zwei Fingern, also mit Mittelfinger und Daumen, praktisch so eine Art Zange machen und dann könnt ihr auch gleichzeitig beide Seiten drücken. Seid ihr schneller fertig. Genau, aber immer wieder die Punkte suchen und dann drücken und kreisen. Wenn ihr das eine Weile gemacht habt und jeder Punkt dran war, der da wehtut, dann kommt die Dehnung. Eine Dehnung geht so, dass ihr eure Hand ausstreckt. Ich zeige das mal so ein bisschen von der Seite. Ihr streckt die Hand aus, spreizt alle Finger und fasst jetzt mit der anderen Hand euren Daumen. Und da müsst ihr jetzt gucken, dass ihr mit dem Daumen der freien Hand hier in diese Kuhle kommt, die da entsteht, wenn ich den Daumen hochziehe. Da müsst ihr rein, da ist das Daumensattelgelenk und das stützt ihr jetzt hier so ein bisschen ab mit eurem Daumen und die restlichen Finger greifen den Daumen, halten den gut fest und dann schiebt ihr einfach nur euren Arm nach vorne weg und die Hand gibt nicht nach. Die hält den Daumen fest, drehe ich nochmal, die hält den fest und zieht ihn vielleicht auch ein kleines bisschen nach hinten, damit ihr hier eine Dehnung spürt. Also hinten gut abstützen und dann so weit nach hinten ziehen, bis ihr hier eine Dehnung spürt. So, und in der Position möchte euer Daumen, der jetzt gerade gedehnt wird, möchte so ein kleines bisschen dagegen drücken. Er möchte wieder ein bisschen zurück. Ja? Der drückt also dagegen in der Spannung. Und das haltet ihr 2 Minuten. Mit einer Intensität auf einer Skala von 1 bis 3 müsst ihr einfach so eine obere 2 wählen. So, wenn die 2 Minuten um sind, kurz ausschütteln und dann kommt die Oberseite des Daumens. Dazu wieder den Arm strecken,
Finger auch erstmal ein bisschen strecken. Und der Daumen geht jetzt, der versucht jetzt da zum kleinen Fingergrundgelenk rüberzukommen. Geht jetzt also runter. Dann schließt ihr die Finger über dem Daumen, drückt den noch so ein bisschen mit runter. Und jetzt kippt eure Handkante nach unten ab, bis ihr hier oben eine Spannung bekommt. Und die Spannung könnt ihr jetzt noch verstärken, indem ihr mit der anderen Hand ein bisschen nach unten zieht. Und gleichzeitig möchte aber eure Hand, die gedehnt wird, wieder so ein bisschen zurück nach oben. Da sieht man aber nichts. Da wird nur eine Spannung aufgebaut. So, dann habt ihr eine schöne Spannung hier in der Muskulatur, in dem Sehnenbereich auch. Und die haltet ihr wieder 2 Minuten. Und dann könnt ihr wieder nachlassen. Macht diese Dehnung vielleicht nicht jeden Tag, macht sie jeden zweiten Tag, wenn ihr sie so intensiv macht. Das Massieren des Daumens, der Muskulatur, das könnt ihr ruhig jederzeit machen. Tut immer gut. Und schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie ihr mit diesen Übungen zurechtkommt, ob ihr da Erfolge hattet, was ihr so gespürt habt. Ja, wenn dir mein Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. Das kostet dich nichts, das verpflichtet dich zu nichts, aber du bekommst halt immer als Erster die aktuellen Videos von uns.